Hey yo Freunde, herzlich willkommen zu dem angekündigten ersten Teil zu meiner Sammlung. Ich habe richtig Bock, ich werde euch heute hier, wahrscheinlich werde ich zwei Teile draus machen. Heute werden wir den Stapel anschauen und den Stapel anschauen, was ich so für wertvolle Karten in meiner Sammlung habe. Danach wird ein Teil kommen mit Boostern, dann wird ein Teil kommen mit meinen UVP-Sachen, mit meinen Tins, mit was weiß ich, was ich noch alles habe. Da könnt ihr auf jeden Fall auf weitere Teile meiner Sammlung freuen. Und genau, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt rein mit dem ersten. Ihr seht hier schon oben die ganzen Grievous'e. Hier Grievous Forcemeister aus natürlich Serie 1. Ist jetzt keine besonders wertvolle Karte, aber einer meiner Lieblings-Forcemeister auf jeden Fall. Und deswegen habe ich den auch im Toploader. So, nächste Karte ist die Ahsoka. Die LE5 aus Serie 3 ist auch eine der wertvolleren Karten. Ist auf jeden Fall auch geil. Serie 3, Ahsoka. Ich weiß gar nicht, wo die Karte herkommt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie so ein bisschen mehr schon wert ist auf jeden Fall. Dann, auch ganz cool, die L5 Dark Maul aus Movie Serie 1. Hier, französische Lego-Karte. Ist auf jeden Fall auch sehr geil. Also wie gesagt, die Karten sind jetzt in keiner speziellen Reihenfolge, die kommen ganz random. Aber ja, auf jeden Fall geile Karte, eine der französischen Lego-Karten. Oh, dann eine wertvollere Karte, Mace Windu LE3 aus Movie Serie 2. Ist auch eine der wertvolleren Karten. Ist wahrscheinlich, also ich schätze sie mal so auf 40 Euro ungefähr. Auf jeden Fall auch eine geile Karte. Und ich glaube, ich sogar die einzige Mace Windu LE, die es gibt. Ich wüsste jetzt keine andere LE von Mace Windu. So, dann, oh, auch eine sehr geile Karte. Obi-Wan Kenobi T1, die Art by Andreas Pones Karte. Da gab es ja zum Serie 4, 3 und 5 jeweils eine Karte. Da fehlt mir die zu Serie 5 noch, aber die sieht man auf eBay nur ganz selten. Aber auf jeden Fall eine sehr geile Karte hier, auch in Englisch. Feiere ich auf jeden Fall. Dann ganz klassisch der Savage Opress aus Serie 2 Clone Wars. Aber in Englisch tatsächlich. Deswegen auch etwas seltener. Beziehungsweise die englischen Karten sind zwar an sich seltener, aber vom Geldwert her sind die sogar weniger wert. Das liegt halt einfach daran, dass der Markt und das Interesse an den deutschen Karten größer ist. Aber trotzdem cool, die in Englisch zu haben. Dann auch geile Karte hier, LE6 aus Clone Wars Serie 4. Die, auch die Ventress hier, ist auch eine wertvollere Karte. Und bin auf jeden Fall auch froh, die im Besitz zu haben. Findet man auch nicht so oft auf eBay. Aber geile Karte. Gefällt mir auch dieses Design mit der Maske da. Sehr geil. Ventress generell, geiler Clone Wars Charakter. Oh, und dann kommt hier schon direkt ein richtiger Banger, nämlich Yoda LE3 aus Serie 1. Eine der wertvollsten Karten. Die ist zwar nicht so viel wert, aber die wird auf eBay aktuell für so 300 Euro angeboten. Das ist die Karte zwar nicht wert, aber trotzdem krass, dass es die auf jeden Fall für so einen günstigen, für so einen nicht günstigen Preis gibt. Und ja, französisch, ich weiß auch nicht, wo es die Karte gab. Ich habe die noch für einen guten Preis bekommen. Eine der wertvollsten Karten, mega geil. Dieses Design auch hier. Mit diesem Serie 1 Edition Limité, übergeile Karte, feiere ich. Auch, wie gesagt, wahrscheinlich sogar die wertvollste in meiner Sammlung. Dann die nächste, auch eine LE aus Serie 1. Und wenn ihr mein Top 10 Video gesehen habt, wenn nicht, dann schaut euch das gerne nochmal an. Da seht ihr nämlich, dass das meine Lieblingskarte ist von allen. Tatsächlich eine meiner absoluten Favorites. So viel Nostalgie, die ich mit der Karte verbinde. Einfach extrem geile Karte. Ich habe die auch mehrmals. Und ja, also generell einfach dieses Design. Guckt euch mal an hier, die drei Jedis. Ach ja, da kommen Erinnerungen hoch. Immer wenn ich mir die Karte anschaue. Sehr, sehr geil. Bin ich auch froh, die zu haben. Dann, oh, okay, da kommen offensichtlich die krankesten Karten hintereinander. Zuerst der Yoda, dann die Ellie, Jedi-Ritter und dann Anakin Skywalker. Zusammen mit dem Yoda die wertvollste Karte in meinem Besitz. Hier in der englischen Variante die LE4 aus Serie 1. Übergeile Karte, extrem teuer und auch natürlich extrem happy bin ich, dass ich die Karte habe. Generell, ich habe ja alle Karten, alle LEs zu Serie 1. Und ja, also ich meine, was soll man noch zu der Anakin-Karte sagen? Die ist einfach geil. Design geil, Seltenheitsgrad extrem heftig und auch einer meiner besten Karten. Und dann noch die 101-Karte hier, Obi-Wan Kenobi aus Serie 4. Ich habe ja auch ein Video gemacht, wo ich alle 101-Karten zeige. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Hier auf jeden Fall zu Serie 4, geiler 101 Obi-Wan. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch den Stapel an und zu den zwei mache ich dann nochmal ein extra Video, das dann die Tage hochkommt auf dem Kanal. So, hier
Dann geht's weiter mit dem Forcemeister zu Serie 2, General Grievous. Ist jetzt auch nicht so viel wert, ein paar Euros wahrscheinlich. Aber auch einer meiner Lieblings-Forcemeister. Generell, ihr seht hier noch der Serie 3 Forcemeister. Ich finde Grievous in Forcemeister irgendwie immer geil. Ich finde, bei Clone Wars haben die sich immer geile Designs ausgesucht für Grievous. Deswegen 100er Angriff auf jeden Fall geil. So, weiter geht's mit der 101-Karte zu Serie 3. Nämlich der Darth Maul. Auch geile Karte, hatte ich damals. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, die ist schon ein paar mehr Euros wert, aber jetzt auch nicht unbedingt extrem viel. Aber ist auf jeden Fall eine extrem geile Karte. Und was man natürlich auch mal sagen muss, es ist halt zu Serie 3 sind hier noch diese Extra-Werte zugekommen. Und da war es halt dann erst richtig mal geil möglich, das Spiel auch zu spielen. Da haben wir auch dann angefangen, erstmal das wirklich so zu spielen. Also man hatte immer so Karten und hat dann, zum Beispiel, wenn ich angreife, sag ich jetzt zum Beispiel den Wert Geschwindigkeit 91. Und dann hat mein Gegner eben seine Star- oder Forcemeister-Karte und muss dann sagen, was er bei Geschwindigkeit hat. Und wenn ich mehr habe, habe ich halt seine Karte bekommen. Genau, so haben wir damals das dann immer gespielt. Auch geil. Dann, das ist die 101-Karte zur Movie-Serie 3. Und da mache ich jetzt auch ganz nebenbei nochmal eine Ankündigung. Ich habe dann nämlich was Großes gekauft, wo ich euch bald nochmal ein richtig geiles Showcase liefere, was auch schon abgedreht ist. Da könnt ihr auch mal drauf freuen. Wird auf jeden Fall ein geiles Video zu Movie-Serie 3. Hier, der Forcemeister. Geil. Dann, Serie 3 Maul, die limitierte Karte aus der Tinbox. Wie gesagt, das wird auch einen Teil geben dieser Reihe, wo ich meine Tinboxen zeige. Da werdet ihr natürlich auch noch die Tinbox sehen zu der Karte. Hier der Maul, auch geile Karte auf jeden Fall. Dann auch eine meiner absoluten Lieblingskarten von meinem Lieblingscharakter aus Star Wars insgesamt, nämlich Cat Motherfucking Bane. Ja, der einzige Forcemeister, den es überhaupt gab, jemals in irgendwelchen Star Wars Kartenserien. Und deswegen ist das natürlich auch für mich eine extrem geile Karte. Stark. Dann der Savage Opress LE2 aus Serie 2 Clone Wars. Auch aus der Tinbox zu Serie 2. Hier Limited Edition. Auch in Englisch, genau wie der andere Opress. Den habe ich auch in Englisch. Und ja, geile Karte. Feier ich. Gerade auch in Englisch. Auf jeden Fall geil. Dann die 101 Luke-Karte zu Universe. Da bin ich ja auch schon die ganze Zeit aktiv am Videos hochladen zu der Serie. Den tue ich aber nicht ins Album, weil den habe ich mir so mal gekauft. Für das 101 Video und ich möchte ihn selber ziehen. Ich habe ja gesagt, alle Karten zu Universe selber ziehen. Da bin ich nur immer ein bisschen am reinpechen, sage ich mal. Ich habe immer extrem viel bin sehr unlucky bei den Unboxings, viele Base Packs. Aber ja, den will ich auch nochmal irgendwann ziehen, auf jeden Fall aus dem Booster, aus der Reihe. Ja, mal schauen, wie lange das noch dauert. Aber geile Karte an sich auf jeden Fall. Oh, eine Fußballkarte ist ja dabei. Ich glaube, es sind noch ein paar Fußballkarten dabei. Ich weiß gar nicht, 10. Das ist so eine Kollektionskarte von Neuer. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich selten ist. Hier mit so einer Fake-Unterschrift. Aber die Karte habe ich hier auch auf jeden Fall dabei. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die was wert ist. Müsste ich mal nachschauen. Aber an sich, coole Karte. Bayern, ich bin jetzt nicht wirklich Fan von Bayern, deswegen weiß ich jetzt nicht. Aber Neuer ist cool. Neuer kann man natürlich supporten. Oh, dann die Yoda limitierte Auflage aus Movie-Serie, nicht Movie, sondern Clone Wars Serie 3. Auch geil, ist aber halt nicht so viel wert. Die gab es im Mickey Mouse Heft und ist auf jeden Fall sehr oft verfügbar, deswegen hat die jetzt keinen extrem hohen Wert. Aber auf jeden Fall cool. Yoda LE kann man machen. Dann, das ist die Anakin LE 4 zu Movie Serie 2. Da habe ich ja auch schon ein Video hochgeladen. Ich habe da auch alle LEs. Die werden hier in den Stapeln auch noch irgendwo versteckt sein, denke ich mal. Den Mace Windu hatten wir jetzt schon. Aber auch geile Karte auf jeden Fall. Und dann die letzte Karte für heute. Oh, das ist die Fehldruckkarte, wo wir hier sehen, das Galaktisches Imperium. Und die Originalkarte, da steht das Galaktische Imperium. Auf jeden Fall eine Fehldruckkarte. Fehldruckkarten auch immer cool. So, das waren jetzt erstmal der erste Teil hier zu meiner Sammlung. Die kommen dann im nächsten Video und dann nach dem Teil kommen dann natürlich dann noch die Booster. Kann ich euch hier mal zeigen. Hier sind die ganzen Booster in der Box drin, wo ich euch zeigen werde. Ich habe ja schon gesagt, UVP-Sachen-Tints, das wird eine richtig geile Serie. Deswegen gerne den Kanal abonnieren und das alles nicht zu verpassen. Und an der Stelle habe ich jetzt echt ziemlich viel gelabert. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und wie immer, möge die Macht mit euch sein. Ciao.